Im heutigen Video geht es um Inspirationsquellen, also um Leute, die uns auf unserem Weg ein wenig begleitet haben, unseren Stil vielleicht ein wenig mitdefiniert haben, warum wir derzeit keine Inspirationsquellen haben und warum daran Social Media und im Speziellen Instagram schuld ist. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Stefan und ich bin Foto- und Videograf aus Österreich. Wir starten direkt mit unseren Inspirationsquellen und ich bin gewohnt, unseren zu sagen oder wir zu sagen, weil wir ja zu zweit Kamerakinder betreiben und Corinna und ich das nun mal gemeinsam machen und deswegen das auch unsere Inspirationsquellen sind, auch wenn ich nur alleine da sitze. Wir werden uns jetzt am Anfang ansehen, wer uns da beeinflusst hat und dann am Schluss, warum es momentan nicht so viele gibt. Und da sind sicher nicht die Künstler schuld, sondern ein wenig Social Media. Dazu später aber mehr. Bei Inspirationsquellen würde ich sagen, muss man fast drei verschiedene Typen unterscheiden. Wahrscheinlich noch viel mehr. Aber mir persönlich fallen jetzt mal drei ein. Und das ist einerseits, wenn man jetzt die Fotografie nicht nur als Künstler oder als Hobby betreibt, dann braucht man natürlich auch die wirtschaftliche Sicht. Also es gibt da sicher Vorbilder oder Inspirationsquellen aus der wirtschaftlichen Sicht. Dann gibt es natürlich noch die technische Sicht. Also wie mache ich ein Foto, wie mache ich ein Video? Und das muss nicht unbedingt sein, wenn ein Foto oder ein Video technisch gut gemacht ist, dass es einem dann gefällt und dass es als schön empfunden wird. Aber trotzdem ist es natürlich auch zu einem gewissen Punkt sinnvoll, die Technik zu lernen. Also Inspirationsquellen aus wirtschaftlicher Sicht, aus technischer Sicht, also welche Kamera nehme ich, wie, welche Einstellungen und so weiter. Und dann gibt es noch die künstlerische Sicht. Ich möchte jetzt direkt mit der technischen Sicht anfangen und eine riesen Inspirationsquelle, wobei das natürlich eine sehr starke Verallgemeinerung ist, ist natürlich YouTube. Egal was ich suche, ich gehe zunächst mal auf YouTube und suche, was ich finde. Und meistens, also zu so vielen Themen, gibt es schon auf YouTube was, wo man sich einlesen kann, wo man was schauen kann. Also das ist wirklich toll. Es gibt so viele Menschen, die einfach gratis ihr Wissen hergeben. Also da finde ich YouTube oder auch Google und so weiter sehr, sehr cool. Und da gibt es einiges, wo man sich wirklich sehr gut weiterbilden kann. Im Speziellen ist es ja dann so, dass man eher auf YouTube unterwegs ist und man sucht ein Thema und dann findet man wen, den findet man sympathisch, der bringt auch noch Inhalte, die passen und dann bleibt man bei einer Person hängen. Ich möchte jetzt mit der technischen Sicht starten und fotografieren, da habe ich schon ziemlich viel gemacht. Da kann ich mich jetzt aus der technischen Sicht gar nicht mehr erinnern, wer da so Inspirationsquelle war. Es ist auf alle Fälle niemand so hängen geblieben. Aus der Videosicht ist es so, dass es Matt Johnson war. Und Matt, who is Matt Johnson, glaube ich, heißt der Kanal. Der ist aus Kanada oder Amerika, macht coole Hochzeitsfilme und erklärt auf YouTube, wie er die Kameras dafür einsetzt, um Hochzeitsfilme zu machen. Also die technische Sicht, welche Objektive setzt er ein, welche Kameras, welche Einstellungen und das alles sehr, sehr genau. Und das war eigentlich die erste Anlaufstelle, alles was so technische Dinge betrifft. Sehr, sehr cool, könnt ihr auf alle Fälle vorbeischauen. Dann die künstlerische Sicht, da hat es auf alle Fälle noch mehr gegeben, aber ich möchte jetzt kurz vorher noch die wirtschaftliche Sicht machen und da gibt es natürlich im amerikanischen Raum sehr, sehr viele. Da ist mir niemand so wirklich hängen geblieben, dass ich sage, okay, auch im deutschsprachigen Raum Leute, die nicht unbedingt jetzt unmittelbar mit dem zu tun haben, auch nicht wirklich. Aber wenn man in die Hochzeitsindustrie, wenn man da starten will als Hochzeitsfotograf, dann kennt natürlich jeder Julia und Jill und Carmen und Ingo, so auch wir. Wir haben nicht gewusst am Anfang, ja, was kann man da verlangen, wie macht man das? Und da sind die vier bzw. die zwei Paare eine sehr gute Anlaufstelle, um sich mal initial zu informieren. Also die haben uns da auf alle Fälle sehr, sehr gut geholfen und ja, waren für uns auch so eine Inspiration, um zu sehen, hey, das ist möglich. Vor allem waren die auch die gleiche Konstellation, also Pärchen, die gemeinsam Projekte gestartet haben und sich selbstständig gemacht haben. Von dem her auf alle Fälle eine Inspirationsquelle. Aus künstlerischer Sicht habe ich mich dann vor allem damit beschäftigt, im Videobereich
besser zu werden. Und da gibt es jetzt drei, die mir wirklich besonders gut gefallen und wo ich auch jetzt immer noch schaue, was die für Videos machen. Und das ist als erstes aus dem deutschsprachigen Raum sogar, beziehungsweise deutsch-englischsprachig, ist Kreativ Wedding. Und also da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Filme, wenn man sich, da kann man sich einiges abschauen. Und also echt wirklich schön. Ich glaube, da gibt es einen YouTube-Kanal auch, bin ich mir unsicher. Wenn nicht, verlinke ich das unten auf alle Fälle. Also sehr, sehr schöne Filme und die machen sich Gedanken, wie so ein Hochzeitsfilm aufgebaut ist. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das nächste ist dann Gione da Silva. Also da gibt es die Hanna da Silva und Gione da Silva, also auch ein Pärchen. Und die beiden machen Fotos und Videos. Und ich glaube, ich habe die damals auf Instagram gefunden, ja. Kann ich euch auch natürlich verlinken und die Filme sind einfach wirklich sehr, sehr schön. Natürlich hängt das bei einer Hochzeit auch immer davon ab, bei welcher Hochzeit man jetzt ist. Man ist ja doch in gewisser Weise Dienstleister, kann nicht alles entscheiden. Das ist jetzt nicht so wie bei einem Style-Shooting, wo man wirklich alles bis ins Kleinste bestimmen kann, wobei dann natürlich auch Elemente fehlen, weil für ein Style-Shooting kann man nicht so viele Leute einladen, damit das wie eine echte Hochzeit aussieht, sondern meistens nur das Brautpaar. Aber die haben wirklich sehr, sehr schöne Hochzeiten und machen extrem coole Filme und extrem coole Fotos. Also da auf alle Fälle mal vorbeischauen. Und die letzten da im Filmbereich aus der künstlerischen Sicht, die heißen die Filmpoeten oder der Filmpoets und sind aus Amerika, glaube ich, auch zu zweit und die Filme sind auch wirklich sehr, sehr schön. Es kommt da natürlich immer darauf an, in welche Richtung man geht und ich glaube, bei der Inspiration wird das da schon bestimmt. Also ich habe vor allem Leute gefunden oder gesucht, die sehr, sehr viel aus der Hand filmen, manchmal den Gimbal verwenden. Es ist jetzt, glaube ich, niemand dabei, der mit dem Monopod filmt, da gibt es ja auch einige, sondern ich glaube, man sucht sich das dann schon aus. Also für mich persönlich ist bei einem Film, wenn man sieht, okay, das ist aus der Hand gefilmt, dann wirkt das extrem schön für mich. Ist natürlich Geschmackssache und die Geschmäcker sind da sehr, sehr verschieden, aber ich glaube, die Inspirationsquellen sind auch durch das beeinflusst, dass man natürlich sieht, okay, was schaut schön aus, wer macht das und was kann ich da davon rausnehmen. Das denke ich halt. Aber muss ja nicht sein. Vielleicht könntest du da deine Meinung in den Kommentaren schreiben. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Mehr ist mir jetzt eigentlich nicht im Sinn geblieben. Wenn du Hochzeitsfoto-Videograf bist, würde mich interessieren, wer sind deine Inspirationsquellen? Auch ab damit in die Kommentare, bitte. Ansonsten würde ich jetzt einfach weiterschauen und über ein Thema sprechen, das mich schon einige Zeit belastet. Ich glaube, ich habe auch schon ein Video darüber gemacht und das ist Social Media und Social Media und im speziellen Instagram ist da jetzt auch ein wenig schuld, dass ich eigentlich in letzter Zeit nicht sehr viel Zeit darin investiere, Inspirationsquellen zu suchen. Denn Social Media und Instagram ist halt leider so aufgebaut, dass jeder nur die schönsten Sachen herzeigt. Das heißt, jeder ist bestrebt, das Beste herzuzeigen, sich im besten Licht darzustellen. So ist ja natürlich Instagram mit den Filtern und so weiter aufgebaut. Und meiner Meinung nach wirken dadurch sehr, sehr viele Leute nicht mehr echt, sondern das wirkt gekünstelt und wirkt nicht richtig authentisch. Ich mag das gar nicht so verallgemeinern, sondern für mich ist das so, es ist schon verallgemeinert, es ist so eine Blase, in der man sich da begibt, wo alles gut und schön ist. Das Problem, das ich dann damit habe, ist, dass natürlich das Leben oft oder bei vielen nicht alles nur gut und schön ist. Und im Gegenteil, man steht vor Hürden, man hat Probleme. Und wenn man dann aber von anderen nur sieht, ja, alles ist super, alles ist schön, wir arbeiten vom Strand aus und es geht uns allen gut und wir haben das beste Leben, das man leben kann, dann fühlt man sich vielleicht selbst nicht so gut. Und vor einer langen Zeit war das schon, da habe ich beschlossen, keine Nachrichten mehr zu schauen, weil so viele negative Dinge darin zu sehen sind, dass mich persönlich oft gar nicht so betrifft, aber es beeinflusst mein Gemüt, meine Emotionen und ich bin schlechter gelaunt, wenn ich das mache. Das Gleiche habe ich jetzt feststellen müssen, wenn ich Social Media nutze. YouTube würde ich da jetzt mal auslassen, weil YouTube schaue ich trotzdem noch viel, aber ich suche halt dezidiert nach Sachen, die mich interessieren, schaue mir das Video an. Bei Instagram ist das Ganze nochmal schnelllebiger und doch anders aufgebaut.
Und in letzter Zeit oder eigentlich schon viel, viel länger habe ich das Gefühl, dass wenn ich das anschaue und auch natürlich der Algorithmus, was so vorgeschlagen wird, was für mich passt, dann habe ich kein gutes Gefühl, nachdem ich Zeit am Handy verbracht habe. Und deswegen habe ich hier auch beschlossen, ich lasse das einfach weg. Das heißt nicht, dass ich versuche, nicht besser zu werden. Derzeit schaut es einfach so aus, dass ich, natürlich sehe ich teilweise noch Filme und ganz lasse ich es auch nicht weg. Und dann sehe ich, okay, der hat das und das gemacht, dann könnte ich das auch einmal versuchen, auf meine Art und Weise umzusetzen. Oder auf YouTube sehe ich eine Technik, die ich mir denke, okay, das könnte ich wirklich umsetzen. Oder wenn man selber seine Filme betrachtet und vielleicht schon so weit ist, dass man sagt, man kann das reflektiert betrachten, was ist gut, was ist schlecht, dann kann man so auch besser werden. Aber die Inspirationsquelle Instagram, und das sind halt hauptsächlich die Fotografen unterwegs, gibt da wenige, die auf YouTube das alles teilen oder auf anderen Plattformen. Das ist für mich dann wirklich so, dass ich sage, okay, ich muss das rationieren und muss es weglassen, damit es mir persönlich einfach besser geht. Ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und ja, vielleicht ist auch mein Ansatz falsch, vielleicht liege ich falsch? Mich würde interessieren, seht ihr das ähnlich? Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder habt ihr genau die gegenteiligen Erfahrungen gemacht? Geht es euch, wenn ihr auf Social Media, wenn ihr auf Instagram wart, geht es euch besser danach? Schreibt mir das einfach in die Kommentare und wir können da ein wenig darüber diskutieren. Würde mich auf alle Fälle freuen. Ansonsten war es das eigentlich schon von meiner Seite. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.